Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.3. Ja, hallo, willkommen zurück. Eine größere Pause hier zwischen dem letzten Video und heute. Ich war im Urlaub, habe es mir ein bisschen gut gehen lassen. Zwischendrin habe ich noch ein paar andere Sachen erledigen müssen, die wichtiger waren. Und deswegen hier der etwas größere Zeitabstand. Mittlerweile gibt es eine neue KiCad-Version, nämlich die KiCad-Version 5.1.4. Ich gebe es hier mal ein, auf der Webseite unter Download zu finden. Also kicad-pcb.org/download/. Und hier unter der Windows-Version die Version mittlerweile 5.1.4. Das gilt natürlich auch für die Linux-Versionen. Und wir haben hier jetzt wieder einiges an Fehlern bereinigt, die behoben wurden. Und ich denke, das ist jetzt also wirklich eine sehr gute Version für die 5er Hauptversionsreihe. Runde Platinen kann man auch routen, funktioniert alles, habe ich schon ausprobiert unter der Linux-Version. Das war ja unter der 5.1.2 nicht möglich. Das ist, wie gesagt, mittlerweile alles behoben worden. Wer das genauer nachlesen möchte, der kann mal auf launchpad.net KiCad eingeben und dann sieht man da auch, welche Fehler da in den einzelnen Versionen behoben wurden. Ja, was möchte ich mit euch jetzt für die Zukunft noch machen? Wir sind ja im Wesentlichen so im Großen und Ganzen durch, die wichtigsten Punkte haben wir. Ich möchte mit euch jetzt noch in einer losen Reihenfolge die Tastaturkürzel durchgehen. Und zwar aus dem Grund, die Tastaturkürzel erleichtern die Arbeit mit KiCad unwahrscheinlich und machen die ganze Sache wesentlich schneller, wenn man überlegt, wer 10 Finger schreiben kann und muss dann jedes Mal von der Tastatur mit seiner Hand runter zur Maus, um da irgendwas mit dem Mauszeiger anzuklicken. Und dann wieder zurück zur Tastatur, um dann vielleicht was einzugeben. Das sind, naja, gute 1 bis 2 Sekunden, die man da jedes Mal verschwendet. Und wenn man das auf mehrere hundert oder tausend Mal pro Tag hochrechnet, kann da schnell mal eine Stunde zusammenkommen. Ja, wer also häufig damit arbeitet, dem empfehle ich, in KiCad sich in die Tastaturkürzel einzuarbeiten, weil es doch einfach die Arbeit wesentlich angenehmer und flüssiger und schneller macht. Hatte ich aber auch schon in fast jedem meiner Videos erwähnt. So, wie gesagt, ich möchte das in längeren Abständen jetzt erstmal gestalten, denn ich warte im Prinzip auf die Version 6. Und zwar deshalb, weil ich dort wieder anfangen möchte von, oder wenn diese Version 6 irgendwann mal auf den Markt kommt oder ins Netz gestellt wird, möchte ich wieder gänzlich von vorne anfangen mit einer neuen Tutorial-Reihe, so wie ich das hier für die 5 gemacht habe. Und bis dahin, wie gesagt, werde ich über einen etwas größeren zeitlich gestreckten Abstand hier auf die Tastatur eingehen. Ihr könnt mir natürlich zwischendrin gerne Fragen stellen mit Problemen, die euch beschäftigen. Ich werde versuchen, die zu lösen, werde dann auch gerne immer ein Video dazu machen und das dann auch hier auf den YouTube-Kanal stellen, damit dann auch der Rest der Welt dieses Problem lösen kann. So, starten wir mal an dieser Stelle jetzt hier KiCad. Ich habe hier noch die 5.1.2 Version unter der Windows, unter meiner Windows-Installation hier, da ich ja eigentlich mit Linux arbeite. Das macht aber nichts. Ich habe deswegen mich für die Windows-Variante entschieden, weil mein Screen Capture-Programm hier schön einstellbar ist, um anzuzeigen, welche Tastaturkombinationen ich da drücke, und dann kann man das im Video schön sehen. Bei der Linux-Version habe ich das noch nicht gefunden oder nicht richtig einstellen können. Deshalb mache ich das jetzt hier unter Windows. Ich werde dann auch bei Gelegenheit mal auf die 1.4-Version nachziehen. Aber für die Tastaturkürzel ist das im Prinzip erstmal nicht weiter von Relevanz. So, wenn ihr die Tastatur oder wenn ihr Tastaturbefehle euch auflisten lassen möchtet. Es gibt Tastaturbefehle für jeden einzelnen Programmteil und ich möchte heute hier mit dem Projektmanager anfangen. Das ist also diese Oberfläche hier, das ist der Projektmanager. Und da möchte ich euch also die Tastatur
Befehle zeigen. Und dazu gehen wir hier mit der Tastaturkombination Steuerung und F1 mal in die Liste der Tastaturbefehle. Und hier werden jetzt also im Projektmanager mit Steuerung F1 alle möglichen Tastaturbefehle angezeigt. Und ich kann jetzt hier mir das mal durchlesen und entsprechend auch ausprobieren. Und ich empfehle dann wirklich, das mal auch ein bisschen zu üben. Und deswegen machen wir hier mal wieder zu. Und wir haben als erstes mal hier Steuerung N. Damit kreiere ich ein neues Projekt. Ich gehe mal hier oben in den Projektordner und ich gebe jetzt hier mal ein Tastaturkürzel. So, und damit haben wir ein Projekt, ein neues Projekt erstellt, Tastaturkürzel, und das ist jetzt ein neues leeres Projekt. Da ist auch keine Projektvorlage. Mit Steuerung T kann ich aus den Benutzer- oder systemspezifischen Vorlagen auswählen. Ich erhalte jetzt hier eine Fehlermeldung. Auch das hatte ich schon mal in einem der Videos besprochen. Diese kann man hier getrost ignorieren. Und zwar hängt das damit zusammen, KiCad liest jetzt hier über den GitHub-Ordner diese downgeloadeten Templates, also das heißt die Templates, die auf GitHub zur Verfügung gestellt werden, liest er hier ein. Und wenn ich jetzt hier reingehe, sehen wir jetzt hier einen Ordner CMake Modules und hier unten einige Dateien, die angelegt wurden beim Download dieser gesamten Vorlagen, die wir hier jetzt sehen. Würde dieser Ordner mit gedownloadet und angelegt. Und der entspricht nicht den Vorgaben der Templates, wie die hier in diesem Download drin sind, in diesem Ordner. Und deshalb kommt hier diese Fehlermeldung. Die kann man getrost ignorieren, einfach mit OK wegklicken. Das ist halt der Preis, wenn man immer die aktuellen Vorlagen von GitHub haben möchte. Die Alternative ist, man löscht jedes Mal hier diesen CMake Modules und diese Dateien hier unten raus. Dann kommt diese Fehlermeldung nicht mehr. Allerdings erscheint sie dann wieder, wenn ich wieder GitHub mache, dann wird er wieder angelegt. Naja, und so dreht sich die Katze da im Kreis. Aber ich denke, das kann man auch einfach getrost wegklicken, wenn man den Hintergrund kennt. Deswegen funktioniert KiCad genauso problemlos. So, wir haben jetzt hier die Vorlagen, die in den Templates mit angelegt wurden. Auch das habe ich schon im Video gezeigt. Dann haben wir hier die Benutzervorlagen, wie man das erstellt, habe ich auch schon gezeigt. Ich wähle jetzt hier mal einfach den Arduino Mega aus mit OK. Und ich lege jetzt hier nochmal ein Projekt an, Mega. So, dann haben wir jetzt hier quasi ein neues Projekt erstellt aus der Vorlage, Template-Vorlage Mega. Und dann haben wir hier auch zum Beispiel im Schaltplan bereits hier schon den Arduino Mega vorgegeben und auch in der im Platin-Layout-Programm ist er dann schon vorhanden und ich kann entsprechend sofort loslegen. Auch das, wie gesagt, schon gezeigt. Ja, dann haben wir Steuerung O. Steuerung O für Öffnen oder Open. Ich kann also jetzt hier mit Steuerung O aus meinem Projektordner jetzt hier verschiedene Projekte öffnen und entsprechend auswählen und dann darin weiterarbeiten. Das ist auch nichts Neues. Kann man also getrost mal ausprobieren. So, mit Steuerung R, das ist glaube ich auch ganz recht, kann man den Projektbaum, das heißt, ihr seht, wenn ihr jetzt mal hierher schaut und ich drücke mal Steuerung R, dann blitzt das so kurz auf. Hier wird der Projektbaum aktualisiert und zwar, wenn ich jetzt also in einem Projekt verschiedene Projektordner anlege, das kann ich ja hier tun, neues Verzeichnis, und dort entsprechend Dateien anlege, kann ich die hier also sofort dann einlesen und neu aktualisieren, dann werden diese ganze Ordnerstruktur eingelesen. Das, naja, betrifft eigentlich nur größere Projekte, wo das nötig ist. Ich denke mal für den Hausgebrauch eher weniger von Belang. Dann, wie gesagt, Steuerung F1 ist das Auflisten der Befehle. Hatte ich schon gezeigt. Dann gibt es noch Steuerung und Komma. Da kommen wir hier
direkt in die Einstellungen des Projektmanagers. Und das ist also ganz wichtig. Da haben wir hier zum Beispiel mal dieses automatische Speichern. Das würde ich wirklich auf 5 bis 10 Minuten einstellen. Einfach aus dem Grund heraus. Wenn man ein Projekt hat und irgendwas geht mal schief und es schmiert was ab, habe ich zumindest irgendwo alle 10 Minuten meinen Stand. Ja, dann kann ich also hier verschiedene Einstellungen wählen. Das hatte ich auch bereits alles schon mal gezeigt. Und wir haben hier nochmal die Tastaturbefehle. Auch hier sehen wir dann hier Steuerung und Komma. Kommen wir auf den auf die Auflistung. So, und dann haben wir hier Steuerung E, das ist ganz gut. Da kann man also hier direkt in den Schaltplan wechseln. Muss also nicht hier auf diese auf diesen Button klicken, sondern mit Steuerung E sind wir da gleich drin. Dann haben wir hier Steuerung L, da wird der Bibliothekeditor geladen. Das ist dann der Bauteileditor, wo hier Bauteile kreieren kann. Was hier vielleicht noch wichtig ist, dann Steuerung P, kann man sich merken, Steuerung P für PCB, dann sollte sich jetzt hier sofort der Layout-Editor öffnen. Also wichtig, Steuerung E, Steuerung P, kann man sich merken, wird durchaus ganz schnell der Platinen-Editor gestartet. So, dann haben wir hier Steuerung F für Footprint. Also Steuerung L ist der Bauteileditor, das heißt die Symbole, und Steuerung F für Footprint ist dann der Footprint-Editor. So, dann können wir jetzt hier theoretisch einen Footprint kreieren. Das kann man sich also merken. EE-Schema, Steuerung E, Steuerung L für Bauteileditor, Steuerung P für Platinenlayout, Steuerung F für Footprint Editor. Und dann haben wir hier Steuerung G, ist also immer der Buchstabe von den einzelnen Programmen. Dann haben wir hier den Gerber Viewer mit Steuerung G. Ich denke mal, diese Tastenkombination wird man eher weniger benötigen. Dann haben wir hier Steuerung B, kann man sich merken, für Bitmap. Das ist dann also hier der dieser Button hier für das Bitmap zu Bauteil, also zu Bauteil konvertieren. Ich denke mal, diese Kombination braucht man nicht unbedingt so wichtig. Das macht man eher selten. Was noch wichtig ist, ist der Calculator. Das kann man also hier mit Steuerung A machen. Und wir sind also dann hier sofort im Calculator für verschiedene Leiterbahnen und Regler etc. hatte ich auch schon im Video gezeigt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und hier hinten den Seitenlayout-Editor ist dann Steuerung Y, wo ich mein Seitenlayout anpassen kann. Auch das hatte ich ja bereits schon mal gezeigt. So, welche Tastaturkombinationen sind jetzt wichtig? Ich denke mal, das ist also Steuerung E. Dann sind wir hier gleich im EE-Schema, Steuerung P, sind wir direkt im Platinen-Layout. Na komm, mach auf hier. So, dann sind wir hier direkt im Platinen-Layout und mit Steuerung L kann man sich hier schnell mal ein Bauteilsymbol erstellen und mit Steuerung F, auch das sind so die wesentlichen, wichtigsten Elemente, die wir hier im Projektmanager brauchen, sind wir im Erstellen von Footprints. So, ich denke mal, das sind eigentlich so die wichtigsten Kombinationen, inklusive vielleicht noch NT und O für neu erstellen, Projektvorlage und Projekt öffnen. Das sollte man sich vielleicht mal merken. Die anderen Tastaturkürzel sind nicht so wichtig, denke ich. So. Das soweit dazu. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Nehmt euch einfach mal ein leeres Projekt und übt einfach mal ein bisschen die Tastaturkombination. Dann kann man die sich schneller merken und ist da auch schnell und flüssig mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Toto.